So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Diesmal etwas früher als gewohnt. Nichtsdestotrotz sind die Märkte interessant, bleiben interessant. Zumal es beim Dow Jones ein komplettes Intraday-Reversal gab und auch beim Nasdaq Käufe. Doch zunächst einmal zur Apple-Aktie. Apple tat das, was ich gestern vermutet habe. Oder gewünscht habe, war zwar spekulativer Wunsch, aber im Endeffekt ist es dann so eingetreten, Abwärtsgap und die Märkte sind unter Druck geraten. Hier bei Apple, die Aktie bleibt unter Druck. Ich schaue hier gerade mal nur auch Realtime. Ja, 115 US-Dollar. Da hat sich jetzt hier ist keine Differenz zu sehen. Etwas unter Druck ist auch eine Alphabet noch, aber hier ist kein Island Gap entstanden. Die Amazon bringt am Donnerstag wie die Alphabet Zahlen raus und da war ich noch auf ein neues Hoch bedacht, deswegen noch kein richtiges Setup. Wenn jetzt hier die Zahlen sind, dann kann ich mir hier das gut vorstellen, dass die Zahlen abverkauft werden. Egal wie sie eben ausfallen, egal auch wie es ja bei Apple ich schon das erwähnt habe. Doch Verkaufsdruck gab es hier eben nur kurzfristig bei der Microsoft zum Beispiel oder auch bei der Netflix, wo das Chartbild auch nach einem Umkehrmuster aussah, wurde jetzt hier nicht bestätigt. Allerdings der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Wenn jetzt hier nahe der Tagestiefstände die Aktie schließen sollte, dann könnte sich hier durchaus noch etwas nach unten ergeben. Sonst habe ich hier aktuell auch kein Kursziel nach oben mehr. Einfach dann für mich uninteressant, ja. Das waren jetzt hier die US-Märkte. Habe ich irgendwas vergessen? Der Nasdaq. Nasdaq an sich, genau, den habe ich noch vergessen. Den hatte ich hier heute Vormittag mit ein paar Marken benannt. Zwischenziel war der EMA 100. Dort prallte der vormittags, beziehungsweise ja vormittags bevor die US Börse eröffnet hat ab und dann kam noch ein neues Tief in etwa der 4850 Unterstützung. Das sah so aus. Die wichtige liegt bei 4832, die wurde nicht verletzt. Darunter wäre für mich das Chartbild deutlich angeknackst. Stattdessen gab es jetzt eben hier einen Rücklauf, der allerdings ja, jetzt wieder hier leicht abverkauft wird. Das sind ja hier Stundenkerzen. Kurz zu Silber und Gold. Wer die Videos gesehen hat, immer 50-50 Chance. Ich war hier immer noch trotzdem persönlich auf steigende Kurse eingestellt. Doch charttechnisch war hier und ist auch, wie man sieht, eher Wirrwarr drin. Eine nachhaltige Bewegung ist es nicht. Auch eben trotzdem er hier den EMA 200 überwunden hat, war zwar habe ich auf das Signal, Anführungszeichen Signal gewartet, aber es blieb halt in der Nacht, kamen keine Verkäufe, es blieb eher schwach oder undefinierte Bewegungsmuster. Deshalb und eben, was ich auch erwähnt habe, heute Vormittag oder am Nachmittag, dass die Minenaktien nicht gut aussehen. Und ja, hier, ja, ob man jetzt die Marke von 17,65 oder 17,55 nimmt, also kurzfristig 55, die 55 bleibt auf Tagesbasis definitiv eine wichtige Marke auch. Kann also überhalb der Marke noch es weiter nach oben gehen. Doch danach dürfte es auch noch mal ein Tief geben. Also willkürlich jetzt nach oben waren die Pfeile sowieso nicht. Ja, hier Erholungen waren an der Rainbow-Oberkante angedacht. Die hat sich natürlich hier sehr nach unten verlagert und bisher ist es auch dann der nur an der Oberkante geblieben mit der Erholungsbewegung. Es hat sich einfach hier nach unten geschoben.
So, der Wochenchart noch. Noch nicht ganz aussagekräftig, aber auch hier ist der EMA 200 dann nicht überwunden worden, wenn die Kurse so bleiben. Zum DAX kurz. Der Pfeil wäre aber eher angedacht gewesen, bevor die US-Eröffnung kam. Also hier in diesem Bereich. Da gab es kein neues Tief, deswegen die neue Erholung. Und jetzt kann und darf sich das trotzdem auch noch so entwickeln, wie heute Vormittag eingezeichnet. Australische oder kanadische Dollar, heute Morgen auch schon gesagt, Gewinnmitnahmen sollte man tätigen. Dann gab es ja auch hier ein deutlicher Rücklauf. Das Setup habe ich vorher nochmal erwähnt, wird jetzt also gelöscht. Es ist Feierabend. Palladium ist leider hier ein Stück zurückgekommen. Noch nicht in einen Zielbereich vorgedrungen. Leider. Gewinne waren aber da. Und hier das Ausbruchssignal, was ich echt auch sehr spektakulär finde. Sollte es klappen, kann es direkt hier auf neue Hochs gehen. Eine Walt Disney tat hier jetzt zack zweimal einen Abprall. Diese Bewegung endete ein Stück früher. Und jetzt mit dieser Bewegung, also das Tief muss jetzt eigentlich halten schon, dann kann sich das hier so ergeben, wie hier eingezeichnet. Beim neuen Tief unter das Level, hier unter 92 Dollar, muss man wieder schauen, dass es eben erst diese wichtige Hürde dann genommen wird. Aber bislang kann man hier schon sehr spekulativ dann einsteigen. Der Stopp ist ja sehr eng gesetzt. Die ProSieben Media kann hier noch auf Tagesbasis nicht das Signal auslösen. Hier knapp gescheitert. Und zudem ist es jetzt auch nicht eine komplett astreine Trendbruch. Für mich ist es hier eher nur auch bedeutend gewesen, EMA 50 und eine horizontale Linie, die dann geknackt wird. Und eben noch der im Wochenchart der Abprall am EMA 200. Danke fürs Zuhören, dann noch einen schönen Abend, bis morgen.